Wie versprochen geht es heute mit der Weihnachtsgeschichte weiter. Ihr habt ja gestern schon erfahren, Maria und Josef haben ihren auserkorenen Gottessohn bekommen, der nun doch ein Mädchen war. Es gab ein wenig Stress, die Hirten sind auch schon da, und an der Stelle machen wir jetzt einfach weiter. Mit einem Hanfseil, in das sie in kleinen Abständen Knoten geschlungen hatte, kontrollierte Maria jetzt täglich ihren Leibesumfang. Josef tat vor Herzklopfen kaum ein Auge zu. Er kleidete sich sauberer und ordentlicher als sonst, hörte mit dem Rauchen auf und verabschiedete sich zu Marias Entzücken sogar von seiner Vorliebe, nach dem Frühstück länger als nötig an der Grube hinter dem Haus zu sitzen. Der Gedanke, vielleicht während seiner Morgensitzung vom Boten Gottes aufgesucht zu werden, um noch letzte Anweisungen zu erhalten, behagte ihm gar nicht. Für sein Gemüt war es schon eine Zumutung gewesen, so einem im Traum zu begegnen. Einem Traum wie diesem hatte er noch nie geträumt. Er hatte im Haus seines Vaters gekniet und war dabei gewesen, einen Holzboden aus Zahnstochern zu verlegen. Hölzchen an Hölzchen fügte er zu seinem komplizierten Muster, als auf einmal ein leibhaftiger Engel hinter ihm stand und sprach: Josef, was um Gottes Willen tust du da? Josef zuckte unwillkürlich zusammen. Ich verlege Zahnstocher. Der Engel trat ein. Mit dem Saum seines langen Gewandes vernichtete er die Arbeit der letzten Stunden. Während Josef noch darüber nachdachte, ob er träumte oder warum es ihn gar nicht irritierte, dass er Zahnstocher zu Parkett verarbeitete, erwiderte der Engel: Du wurdest nicht geboren, um im Hause deines Vaters auf Knien rumzurutschen. Das leuchtete ihm irgendwie ein, und so stand er auf. Da sprach der Engel weiter: Geh hinaus zu deinem Weib, pack ein paar Sachen zusammen und sag deinen Eltern auf Wiedersehen. Es wird endlich Zeit, dass du für deine eigene Familie den Boden bereitest. Josef und Maria werden einen Sohn bekommen, und der wird sich auch um deinen Vater kümmern. Josef sah die Zahnstocher zu seinen Füßen an. Und was soll mit dem Parkett werden? Ihm entging nicht der abschätzige Blick, den der Geflügelte auf den Boden warf, als er antwortete: Josef, wahrlich, ich sage dir, nimm ein Hölzchen aus dem Stapel heraus, ohne dass ein anderes wackelt, und dir wird geholfen werden. Doch bevor Josef zu einem Zahnstocher greifen und ihn ganz herausziehen konnte, war er aufgewacht. Ich hätte bestimmt nicht gewackelt. Im Stall war die Luft nicht besser geworden. Was sagst du? Maria kämmte sich mit einer dampfenden Schale Tee, die sie von den Hirten im Tausch gegen ein Stück Windel erworben hatte, durch die Schafherde hindurch. Josef winkte ab. Ach nichts, ich musste nur eben an meinen Traum denken. Weißt du, den mit der Prophezeiung? Maria seufzte und legte sich das Strohbündel noch einmal zurecht, bevor sie sich neben ihn fallen ließ. Ich hatte es mir auch anders vorgestellt, die Mutter Gottes zu sein. Irgendwie erhabener. War es denn wirklich nötig, nach Bethlehem zu wandern, um das Kind zu bekommen? Ich meine, es gab doch eine Menge leerer Wohnungen, in die wir hätten ziehen können. Und wo bleiben die heiligen drei Könige mit ihrem Weihrauch? Ich frage mich, wie die Kleine den Gestank erträgt. Psst, zischte Josef. In diesem Moment erbebte die Hütte. Mit einem Satz waren alle Schafe auf den Beinen. Hirten und Hunde drängten sie nach draußen. Maria stürzte zur Krippe und riss ihre Tochter heraus, bevor sie von der Stampede zu Boden geworfen wurde. Erschrocken schnappte sich Josef die beiden und drängte sie wieder in eine Ecke. Dann sprang er durchs Fenster nach draußen. Es gelang ihm, den Ältesten der Hirten am Ärmel zu fassen und zurückzuhalten. Das Geblöke der Tiere war ohrenbetäubend. Er musste den Mund dichter an das Ohr des Mannes legen, als es seine Nase erlauben wollte. Was ist los? Warum haut ihr alle auf einmal ab? Der Hirte aber zeigte nur Richtung Süden und schenkte ihm ein zahnloses Lächeln. Dort, wenige hundert Meter von ihnen entfernt, über einem der benachbarten kleinen Scheunen, strahlte am Himmel ein wirklich eindeutig göttlicher Hinweispfeil.
Das Innere der Hütte leuchtete so hell, dass Josef die drei kostbar gekleideten Männer vor der Krippe sofort erkannte. Der Hirte klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter und eilte den anderen wieder hinterher. »Ihr habt euch wohl geirrt, aber ihr seid doch die Hirten. Ich dachte, auf eure Informationen ist Verlass. Ich dachte, ihr habt den richtigen Riecher«, rief Josef. »Na ja, wir waren dicht daran«, hörte er den Mann noch antworten. Josef setzte ihm ein Stück weit nach. »Wir haben ein Mädchen.« Da blieb der Mann stehen, drehte sich noch einmal zu ihm um und lachte. »Und du hättest garantiert gewackelt.« Ja, das ist die Geschichte. Gut, es ist dann doch ein bisschen anders ausgegangen, als wir alle erwartet haben. Es war die falsche Maria und der falsche Josef. Aber die will mit ihrem Mädchen sicher glücklich werden. Und insofern ist es eine schöne Geschichte. Damit ist diese Geschichte zu Ende. Ich denke, ich werde bestimmt noch eine weitere Geschichte finden. Auch diesmal gibt es wieder was zu gewinnen. Da es die gleiche Geschichte ist, bleiben wir bei der gleichen Schüssel. Es gab gestern schon einen kleinen Tipp. Ihr könnt also mal ein bisschen suchen. Vielleicht findet ihr es dann auch. Ich möchte heute von euch wissen, ich habe hier einen Live-Zuhörer. Wer mag das denn sein? Bis dann.